Linke. Deswegen darf Herr Scholbach als Einreicher starten und wir beginnen dann mit Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Herrn Schmählich. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Miete macht inzwischen über 1 Million Haushalte in den deutschen Großstädten so arm, dass sie sogar weniger Geld zur Verfügung haben als jene, die auf Hartz IV angewiesen sind. Die Mietsteigerungen in Deutschland waren von 1993 bis 2014 stärker als die Einkommenserhöhung der Mehrheit der Menschen. Durch die Mietentwicklung wurde die soziale Ungleichheit verschärft und die soziale Spaltung vertieft. Vor allem arme und gesellschaftlich ohnehin benachteiligte Bevölkerungsgruppen, aber auch Personen mit kleinerem und mittlerem Einkommen leiden erheblich unter dieser Situation. Dies sind die Ergebnisse eines Gutachtens, das ganz aktuell vor wenigen Tagen durch den Sozialverband Deutschland öffentlich vorgestellt wurde. Wie ist nun die Situation in Dresden? Nach den amtlichen Zahlen der Stadtverwaltung leben über 65.000 Dresdnerinnen und Dresdner in Armut oder sind armutsgefährdet. Aber nicht nur diesen Menschen treibt die Frage des bezahlbaren Wohnens die Sorgenfalten auf die Stirn, sondern zunehmend auch Leuten mit kleinem oder mittleren Einkommen oder eben einem ganz normalen Durchschnittseinkommen. Denn in den vergangenen 10 Jahren sind die Mieten in Dresden um 35% gestiegen und gerade in der letzten Zeit kennt die Mietentwicklung nur noch eine Richtung, nämlich straff nach oben. Vor allem bei neuen Mietverträgen wird kräftig zugelangt. Da zieht etwa einer aus einer Wohnung aus, jemand anderes zieht in dieselbe Wohnung ein und er zahlt dann gleich mal einige hundert Euro mehr, ohne dass es irgendeine Verbesserung an dieser einen Wohnung gegeben hätte. Der Vermieter macht da einfach mal einen goldenen Schnitt, nur eben weil jemand ausgezogen ist. Und angesichts dieser Situation, meine Damen und Herren, habe ich keinerlei Verständnis dafür, dass die CDU-geführte Staatsregierung nach wie vor die Einführung einer Mietpreisbremse für Dresden verweigert. Das, meine Damen und Herren, wäre nach § 556d BGB ohne weiteres zulässig und ich erwarte, dass die Staatsregierung endlich ihre ideologisch motivierte Blockade aufgibt und der Mietpreisbremse zustimmt. Nicht nur an dieser Stelle, meine Damen und Herren, hat die falsche Politik der CDU ganz maßgeblich zu der problematischen Situation auf dem Wohnungsmarkt hier in Dresden beigetragen. Jahrelang wurden für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung stehende Fördergelder zweckentfremdet, und zwar für Wohnungsabriss. Allein in Dresden wurden innerhalb von 15 Jahren fast 8.000 Wohnungen abgerissen, subventioniert vom Freistaat Sachsen mit über 28 Millionen Euro. Und ich sage, hätte man dieses Geld für die Sanierung und Modernisierung statt für die Zerstörung von Wohnungen ausgegeben, wir bräuchten heute wohl kaum über Wohnungsmangel und steigende Mieten zu sprechen. Meine Damen und Herren, die Entwicklung des Wohnungsmarkts, insbesondere in den Großstädten, ist geeignet, den sozialen Frieden in unserem Land zu gefährden. Die Frage des bezahlbaren Wohnens ist eine der wesentlichen sozialen Fragen unserer Zeit. Und deshalb darf der Wohnungsmarkt nicht den privaten Investoren überlassen bleiben. Die haben in der Regel nur drei Dinge im Kopf: Rendite, Rendite, Rendite. Und wir von der Linken sagen, die Mieterinnen und Mieter, die benötigen etwas anderes, nämlich bezahlbare Mieten statt fetter Renditen. Stadt und Staat müssen ihrer sozialen Verantwortung nachkommen und gewährleisten, dass für alle Menschen bezahlbare Wohnungen zur Verfügung stehen. Linke, Grüne, Sozialdemokraten und Piraten
haben deshalb gemeinsam den sozialen Wohnungsbau in Dresden gegen den heftigen Widerstand von CDU, FDP und AfD durchgesetzt. Wir haben millionenschwere Investitionen auf den Weg gebracht. Inzwischen sind die ersten im Bau und es werden noch viele weitere folgen. Und deshalb, meine Damen und Herren, kämpfen wir auch dafür, dass der eingeschlagene Kurs der sozialen Wohnungspolitik im Interesse der Mieterinnen und Mieter auch über das Jahr 2019 hinaus fortgesetzt wird. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Schmelich für Bündnis 90 Die Grünen und dann für die SPD Herr Michael Sachs. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier und im Livestream. Aktuelle Stunden in diesem Stadtrat sind selten aktuell, deshalb werde ich mich bemühen, der Debatte um die Wohnungspolitik einen aktuellen Aspekt abzugewinnen, weil auch wenn wir die Weihnachtszeit haben, geht es nicht darum, Allgemeinplätzchen zu backen, sondern auf konkrete Herausforderungen hinzuweisen. Die wohnungspolitische Diskussion in dieser Stadt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ist sehr stark von ideologisch geprägt, aber leider manchmal auch sehr mutlos geführt. Die rechte Seite versucht, wenn sie schon sozialen Wohnungsbau nicht verhindern kann, ihn zumindest zu behindern. Solange es um den Generalkurs geht, sind wir uns in der Kooperation einig. Alle Beschlüsse zur Wohnungspolitik sind gemeinsam, wie auch der Punkt, der heute noch auf der Tagesordnung steht, getroffen worden. Allerdings, wenn auf dem Kurs für eine aktive Wohnungspolitik und die Schaffung sozialen Wohnraums ein konkreter Hafen angesteuert wird, tja, dann wird nicht immer in aller Ruhe der Landgang vorbereitet. Manche flüchten sehr schnell in die Rettungsboote. Ich möchte das an dem Beispiel Florian-Geyer-Straße festmachen. Einmütig wurden die Grundstücke an die WED übertragen. Einmütig wurden die Pläne der WED für ein 16- und 7-geschossiges Hochhaus mit 132 Wohnungen auch im Aufsichtsrat abgenickt, übrigens auch von der CDU abgenickt. Dann meldeten sich die Anwohner mit einer Petition zu Wort. Es war von Kaltluftschneisen, von mangelnden Parkplätzen, von zu enger Bebauung die Rede. Abgesehen davon, dass wir uns eigentlich immer einig waren, dass Innenentwicklung vor Außenentwicklung geht, sollte uns klar sein, dass wir deshalb auf einen solchen Standort nicht verzichten können. Ja, aber kaum erreichte die Petition den Stadtrat, schon schlugen sich die Ersten in die Büsche oder, um im Bild zu bleiben, in die Boote. Denn, und das sollte jeder wissen, wir haben in der Stadt, in dem Wohnungsbau in der Tat ein Problem, nämlich das Problem mangelnder geeigneter Grundstücke. Und, das muss man klar hervorheben, das Grundstück in der Florian-Geyer-Straße ist eines der wenigen, wo man sinnvoll und auch zu wirtschaftlich vernünftigen Konditionen Wohnungsbau betreiben kann. Ich sage es ganz deutlich, wer jetzt der WED Knüppel zwischen die Beine wirft und eine Umplanung fordert, gefährdet das bisher größte Bauprojekt im sozialen Wohnungsbau in Dresden und gefährdet auch die rechtzeitige Fertigstellung der vorläufig avisierten 800 Wohnungen. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass gerade was dieses Objekt angeht, Wohnungsbau oder auch stadtentwicklungspolitische Gründe wirklich vorgeschoben sind. Ich kann verstehen, dass Menschen, die bisher eine schöne Aussicht haben, die wohnen aber nicht in der schönen Aussicht 1, sondern in der Florian-Geyer-Straße 15, das vielleicht nicht schön finden, wenn dort gebaut wird. Allerdings, in der Debatte wurde schnell deutlich, dass es um andere Dinge geht. Hier wurde befürchtet, dass soziale Brennpunkte entstehen. Ja, und wie sollte es anders sein in Dresden?
Es wurde sofort ins Spiel gebracht, dass dort auch viele geflüchtete Menschen einziehen werden. Und in dem Zusammenhang muss ich wirklich ganz speziell die sogenannte ausländerpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion ansprechen, Frau Malberg, die ja ohnehin ihren politischen Resonanzboden zunehmend im Pegida-Umfeld sucht und auch findet. Wenn Sie auf der Facebook-Seite der CDU-Fraktion praktisch behaupten, implizieren, dass der Großteil der dort einziehenden Menschen anerkannte Geflüchtete sind, das haben Sie gemacht, schauen Sie mal auf Ihre eigene Seite, dann ist das perfide, es ist ein ekliges Spiel, Neu- und Alt-Dresdnerinnen und Dresdner gegeneinander auszuspielen, das ist einfach nur unsozial. Ich wundere mich allerdings auch ein wenig über die Kollegen, die aus anderen Argumentationen heraus in diesem Projekt gegenwärtig meinen Änderungswünsche zu haben, um entsprechend umzusteuern. Wir haben ja noch den anderen Tagesordnungspunkt. Ich möchte für meine Fraktion feststellen, wir haben in der Wohnungsbaupolitik A gesagt und wir werden auch B sagen. Wir werden die Projekte, die vorgenommen und auf den Weg gebracht wurden, unterstützen, mit aller Kraft unterstützen. Mit uns ist ein Zickzackkurs in der Wohnungspolitik in Dresden nicht zu machen. Vielen Dank. Als nächsten Redner darf ich Herrn Staatsrat AD, Herrn Michael Sachs aus... Das gibt es nie. Wir sind in der aktuellen Stunde und da gibt es Redebeiträge von den einzelnen Fraktionen und insoweit können Sie in der Geschäftsordnung nachlesen, gibt es keine Debatten jetzt hier. Also Herr Sachs, wir dürfen Sie ganz herzlich in unserer Runde begrüßen, wie alle 5 Minuten Redezeit. Nee, es gibt eine Geschäftsordnung. Reden Sie in der Geschäftsordnung. Frau Malberg, Sie sind jetzt nicht an der Reihe, sonst gibt es einen Ordnungsruf. Herr Sachs, bitteschön. Herr Oberbürgermeister, ich bedanke mich für die Einladung und dass ich hier sprechen darf. Das Thema Wohnungspolitik in den großen Städten beschäftigt ja die Großstädte in Deutschland schon eine ganze Weile. München, Hamburg, Berlin sind viel eher davon betroffen worden als die Mittelstädte, die jetzt natürlich auch die gleiche Situation gewärtigen müssen. Ich will kurz auf die Ursachen eingehen, weil das wichtig ist, um die richtigen Instrumente in die Hand zu nehmen. Das eine ist natürlich die Rückwanderung in die Städte, nicht die generelle Wanderung oder das generelle Wachstum von Bevölkerung in der Bundesrepublik, sondern diese Konzentration auf Städte. Und dies wiederum in besonderer Weise von jungen Menschen, Single-Haushalten, aber auch älteren Menschen, die eher im Randbereich der Großstädte lange Zeit gewohnt haben und nun im Alter wieder zurückkommen in die Zentren. Das ist eine besondere Herausforderung, denn daran merken Sie schon, wie sich der Wohnraumkonsum verändert. Wenn früher 4 Personen als Haushalt in einer Wohnung wohnten, hatten sie einen Flur, ein Bad, eine Küche. Wenn heute 4 Personen einzeln in Wohnungen wohnen, haben sie eben 4 Bäder, 4 Küchen, 4 Flure. Das erweitert den Wohnraumkonsum pro Person unermesslich. Wir haben heute in der Bundesrepublik eine Wohnraumversorgung von über 40 Quadratmeter pro Person, das sieht nicht nach Wohnungsnot aus. Aber, und das ist das Zweite, was man dabei beachten muss, die Verteilung sieht in der Tat so aus, dass wir aufgrund der Einkommensverhältnisse, aber auch aufgrund der Kapitalverhältnisse in der Bundesrepublik im Moment einen Run auf Immobilien haben. Das heißt, die Immobilie hat sozusagen das Segelboot abgelöst als Markenzeichen dafür, dass man Geld anlegt und dass man mit Geld auch etwas zeigen kann. Viel Quadratmeter, bedeutsame Lagen, gute Wohnraum, das ist heute sozusagen ein Statussymbol für Menschen, die Geld haben. Das ist zwar alles legitim, aber zeigt natürlich, wenn ich diese Durchschnittszahl von 40 Quadratmeter pro Person nehme, einen extremen Verdrängungsprozess, denn neben denen, die als Ein- oder Zwei-Personen-Haushalte 200 Quadratmeter haben, sind dann diejenigen, die eben nur mit 20 oder 30 Quadratmeter zurechtkommen müssen. Wohnungspolitik muss das alles bewerten. Warum muss es das bewerten? Weil wir heute natürlich Wohnen auch als Daseinsvorsorge betrachten und das nicht dem Markt überlassen. Das tun wir seit
im Grunde der Weimarer Republik, aber auch schon davor, hat die Politik eingegriffen in die Märkte und nach 1947 in besonderer Weise, das wissen Sie. Insofern muss sich eine Stadtregierung natürlich Gedanken machen, wo die Leute bleiben. Und um dieses komplexe Problem in den Griff zu kriegen, hat sich bewährt, in den großen Städten Bündnisse zu schließen. Und zwar Bündnisse mit all denen, die auf dem Wohnungsmarkt agieren. Das sind die großen Verbände der Immobilienwirtschaft, aber das sind natürlich auch die Mietervereine, mit denen die Regierung reden muss und mit denen sie besprechen muss, wo die Hinderungsgründe oder wo die Konzeptprobleme sind, dass das nicht vorangeht. Das Zweite ist, dass wir natürlich in einer solchen Situation mehr Wohnungen brauchen, obwohl ich Ihnen zugestehen muss, dass das nicht das alleinige Konzept sein kann. Ich will Ihnen mal eine Zahl aus Hamburg nennen. Hamburg hatte 1969 1,8 Millionen Einwohner und hat jetzt in dieser Zeit auch wieder 1,8 Millionen Einwohner. Dazwischen ist die Einwohnerzahl erheblich gesunken und jetzt ist sie wieder auf den Stand von 1969 angewachsen. Aber Hamburg hat heute 200.000 Wohnungen mehr als 1969 und trotzdem reden wir von Wohnungsnot. Das zeigt, dass es um Verteilung geht und das zeigt auch, dass es um Preis geht. Wer kann sich Wohnraum in welcher Menge leisten? Und da muss sozusagen die Politik ansetzen. Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen. Alleine Wohnungen bauen reicht da nicht aus. Und in diesem Sinne, bezahlbare Wohnungen, kommt natürlich gleich das Thema der sozialen Mischung auf den Tisch. Das heißt, wir wollen heute nicht mehr die Fehler der Vergangenheit machen. Das ist in Ost wie West immer ein Problem gewesen, die Zusammenballung von Sozialbedürftigen oder von Menschen, die Sozialwohnungen nutzen können, in großen Blöcken, in großen Siedlungen, in großen Trabantensiedlungen, das ist in West wie Ost ein Problem. Und deswegen macht es Sinn, die Konzepte, wie sie etwa in München, Hamburg und Berlin mittlerweile State of the Art sind, zu nutzen. Das heißt, bei jedem neu genehmigten Wohnungsbauprojekt einen Anteil von Sozialwohnungen zu fordern. In Hamburg sind das mittlerweile über 30%, die überall mitgebaut werden müssen. Berlin hat mittlerweile das gesteigert auf 50% und auch München fordert 50% der Wohnungen als Sozialwohnung. In diesen Mischungsverhältnissen hat dann auch eine kommunale Gesellschaft wieder ihre Möglichkeiten, nicht ghettoisiert zu bauen, sondern in größeren Bauvorhaben mit anderen zusammen wirksam zu werden. Ich sehe, meine 5 Minuten sind schon um, aber ich denke, wir haben nachher noch mal Gelegenheit, das etwas zu vertiefen. Schönen Dank. Als nächster Redner für FDP Freie Bürger, Herr Fischer, und dann für die AfD das abgetretene Rederecht an Herrn Rietschel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, noch zum kompetenten Redner dran zu sein. Das war ein guter Beitrag und da komme ich ganz beruhigt nach vorn und bin nicht so aufgeregt wie bei dem Redner davor. Dieser Antrag hier klingt eigentlich sehr gut und den kann man im Wahlkampf sehr gut verwenden, um Punkte zu sammeln. Das Problem ist deutschlandweit. Wir haben es gerade gehört und es geht auch dementsprechend durch die Medien. Aber was hat die kluge Mehrheit unseres Stadtrates vor? Wir sollen über Dresden reden und nicht über andere Städte. Die Frage steht echt im Raum, müssen die Mieten so eklatant ansteigen? Aber die Lösung dieser Frage kann nur ein vielschichtiges Herangehen, quasi von allen Seiten beziehungsweise über alle Bereiche der Stadtverwaltung erfolgen. Aber was macht Rot-Grün-Rot? Seit ihrem Regierungsantritt wird nur populistisches Zeug geschwafelt. Die armen Menschen von Dresden, wir helfen ihnen. Aber nach 4 Jahren ist keine Umsetzung von Rot-Grün-Rot zu sehen. In Beobachterkreisen heißt es schon, Herr Scholbach verspricht sehr viel und liefert gar nichts. Er vergisst auch völlig, dass der Abriss in den 90er Jahren eigentlich demografische Gründe hatte. Wir hatten weniger Menschen hier, Wohnungen standen leer und wir hatten damals noch nicht das Geld, was Dresden heute hat. Damals hätten wir mit dem heutigen Geld diese Wohnung sanieren können. Die Frage des sozialen Wohnungsbaus war eigentlich schon vor Rot-Grün-Rot auf einem guten Weg. Denn denken Sie mal dran, der Run auf die dezentralen Unterbringungen von den Flüchtlingen im Jahre 2015, der konnte gut abgefangen werden, weil die Verwaltung sehr weitsichtig vorausgearbeitet hatte. Dass es teurer wurde als ursprünglich gedacht, das lag sicher oft daran, dass nach Wohnungswechseln der Betroffenen oft die ganze Einrichtung komplett erneuert werden musste.
Dieser Bereich der Sozialarbeit erschien nie in der Presse und ich finde, er ist aber sehr beachtenswert. Was nichts kostet, wird nicht wertgeschätzt. Das ist eine bekannte Tatsache. Statt also mit Investoren von Wohnungsbauvorhaben vernünftig zu verhandeln und Absprachen einzuhalten, ist eine Unkultur der Verschaukelung gang und gäbe. Bauanträge werden verzögert oder mitten im Prozess zur Veränderung gezwungen. Liebe Stadt, so geht das nicht. Auch ohne eine städtische Gesellschaft wie die Neuschöpfung WID funktionierten zuvor die Planungsprozesse ordentlich und störungsfrei. Die Gründung der WID hat zu einem Kampf um Restgrundstücke geführt, der längst nicht mehr fair geführt wird. Und aufgrund der Kleinflächigkeit führt das dann zu einer Ghettoisierung. Ich finde hier die Gedanken der SPD, auch wie sie heute in den Medien geäußert wurden, in der Zeitung standen, finde ich ganz groß. Wir brauchen nicht nur Wohnungen für Sozialhilfeempfänger. Es gibt auch noch andere Menschen, die sich kaum die Miete leisten können. Was Herr Schmelich so sagte, das ist nicht demografisch gewesen, das war demagogisch. Also wir haben hier noch nie... Wir haben noch nie, und das ist eine herrliche Lüge von ihm, wir haben noch nie sozialen Wohnungsbau hier verhindert, seit der Wende. Und selbst die GAGFA, um die wir sehr gestritten haben, die bekam ein ganz strenges Korsett umgelegt für den Umgang mit sozialen Wohnungen. Als Stadtrat haben wir aber die Pflicht, nach Recht und Gesetz zu handeln. Diesen Antrag, diesen einseitigen Erpressungsversuch der Mehrheit des Rates können wir nicht mittragen. Schönen Dank. Als nächsten Redner darf ich Herrn Gitschel bitten und dann zum Abschluss für die CDU Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, einige von Ihnen hier im Saal werden mir vielleicht Vorwürfe machen und frustriert sein, dass Haus und Grund Dresden der Bitte der AfD-Fraktion nachkommt, zu diesem Thema hier vor dem Stadtrat sich zu äußern. Doch diesen Stadträten möchte ich erwidern, auch Sie hätten uns ansprechen können und hier Rederecht für uns beantragen können. Wir sind als Verein parteienunabhängig und dazu gehört, dass man sich keiner Partei, die demokratisch existiert, verwehrt. Der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum mag verständlich sein. Doch was darunter zu verstehen ist, gehen die Positionen weit auseinander. Steigende Einkommen und konstante oder gar sinkende Mieten, das, meine Herren, passt zueinander wie Feuer und Wasser. Steigende Einkommen führen immer auch zu steigenden Preisen und diese dann auch zu steigenden Mieten. Sollen die Bewirtschaftungskosten von Wohnraum nicht in rote Zahlen münden. Wohin die Nichtkostendeckung führt, werden die Eltern unter Ihnen noch aus DDR-Zeiten kennen, als die Mieten auf Kosten der Substanz auf lächerlichem Niveau eingefroren waren. Als dann nach der Wende die verkommene Bausubstanz instand gesetzt und modernisiert wurde, brauchte es viel Einsicht unter den Mietern, dass dies nur mit steigenden Mieten und hoher Verschuldung der Eigentümer möglich wurde. Als endlich der Großteil der heutigen Anforderungen angepasst war, musste der Kreditberg mühevoll abgetragen werden. Das führte bei vielen Mietern zu Frust und Verärgerung. Wollen Sie doch nicht recht einsehen, dass das Vermieten auch Geld kostet und nur unternehmerisch wirtschaftlich funktionieren kann, so wie bei jedem anderen Geschäft auch. Nachdem allerdings übermäßig und am Bedarf vorbei neu gebaut und wieder hergerichtet wurde, kam Ende der 1990er Jahre dann eine bislang nie gekannte Leerstandswelle und in der Folge konstante bis leicht fallende Mieten bis etwa ins Jahr 2013/14. Aufgrund steigender Nachfrage konnten seither vielerorts in Dresden schrittweise höhere Mieten durchgesetzt werden. Immerhin standen inzwischen neuerliche Instandsetzungen und Modernisierungen an. Auch zeigte sich, hätte man den Umschwung erahnen können, mancher Abriss besser wohl hätte vermieden werden sollen. Ein Haus muss in etwa alle 25 Jahre in erheblichem Umfang neu durchsaniert werden. Und das kostet wieder Geld. Deshalb werden viele Vermieter geneigt sein, die Mieten den erneuten Anforderungen entsprechend anzupassen. Manch ein Unternehmer wird da auch kräftiger zulangen, als vielleicht zur Kostendeckung notwendig ist. Aber schwarze Schafe gibt es schließlich überall und dafür sollen nicht alle bestraft werden. Diesen Dilemma soll nun die neu gegründete städtische Wohnungsgesellschaft erfolgreich entgegenwirken. Doch das wird nur gelingen, wenn der Stadtrat Unmengen an Steuermitteln in dieses Unternehmen pumpen wird.
Mit sozialem Wohnungsbau wird das, was sich dabei viele unter bezahlbarem Wohnen vorstellen, nicht zu erreichen sein. Dafür müssten marktrelevante Mengen an künstlich niedrig gehaltenen Mieten aus Steuermitteln etabliert werden. In Fachkreisen wird dafür ein Schwellwert von 20% Marktanteil genannt. Das wären in Dresden rund 50.000 Wohnungen. Solange der Zuzug nach Dresden anhält, werden die Besitzenden weniger Miete bezahlen als die Wohnungssuchenden. Im sozialen Wohnungsbau werden dann über kurz oder lang, wenn die Einkommen steigen, nicht mehr die sozial Schwachen wohnen, sondern durchaus auch jede Menge Gutverdienende, die dann nicht bereit sein werden, für die Schwachen wieder die Wohnung zu räumen oder eine Marktmiete bezahlen, damit an anderer Stelle wiederum sozial Schwache mit niedrigen Mieten subventioniert werden können. Schließlich gibt es seit der Mietrechtsreform von 2002 keine Fehlbelegungsabgabe mehr. Daher sollte der Subjektförderung gegenüber der Objektförderung immer der Vorrang eingeräumt werden, den sozial Schwachen mit Wohngeld ein adäquates Wohnen zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, es gibt aber viele Stellschrauben, den allgemeinen Mietanstieg zu bremsen, ohne dass es einer Mietpreisbremse bedarf, die ohnehin verfassungsrechtlich zweifelhaft ist. Eine Mietpreisbremse kann nur dann funktionieren, wenn auch die Kostenseite gebremst wird. Und da sollte in erster Linie die öffentliche Hand mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Gier nach Einnahmebeschaffung begrenzen. Wenn zum Beispiel das Finanzamt den Werbungskostenabzug nicht oder nicht mehr voll anerkennt, weil die Mieten in den letzten 10 Jahren nicht angepasst wurden und mit Blick auf § 21 Einkommensteuergesetz als Gefälligkeitsmieten eingestuft werden, also hinter der ortsüblichen Vergleichsmiete zurückgeblieben sind, wird der Vermieter darauf bedacht sein, der Mietenentwicklung nachzulaufen. Ansonsten muss er nämlich die auf Gelder noch Einkommensteuern bezahlen, die ja für die Unterhaltung des Hauses längst ausgegeben sind. Hier ist politischer Änderungsbedarf wenigstens dahingehend erforderlich, dass nur die Anfangsmiete der Marktmiete entsprechen muss und spätere Mietsteigerungen unbeachtlich bleiben. Aber auch andere Modelle sind denkbar. Ein weiteres Phänomen zeigt sich in letzter Zeit, die Finanzämter gehen bei Grundstücksverkäufen dazu über, die vereinbarten Immobilienpreise anzuzweifeln und die Differenz zu von ihnen unterstellten Mondpreisen Schenkungssteuer zu verlangen. Die Beweislast liegt in diesem Falle beim Käufer, nicht etwa beim Finanzamt. Damit werden all diejenigen Käufer, die im Glauben, einen korrekten Kaufpreis bezahlt zu haben, im Nachhinein vom Finanzamt mit einer horrenden Steuerforderung überrascht, die sie kaum abwehren können und die ein Vielfaches der Grunderwerbsteuer beträgt, die außerdem noch anfällt. Gerade infolge der Niedrigzinspolitik werden von Kapitalanlegern mitunter Preise bezahlt, denen kein reeller Wert gegenübersteht. Und diese Werte verallgemeinern offensichtlich die Finanzämter als marktüblich. Die Miete soll und muss diese Werte dann schließlich refinanzieren. Ein weiteres Problem stellen die Ausgleichsbeträge dar, die nach § 154 Baugesetzbuch auf vermeintliche Wertsteigerung in Sanierungsgebieten verlangt werden, die meist auf völlig subjektiven Einschätzungen der Stadt beruhen. Auch das muss schließlich über die Miete refinanziert werden. Nicht selten werden von Großinvestoren utopische Preise bezahlt, nur um bestimmte Grundstücke zu bekommen. Diese fließen dann in die Bodenrichtwerte ein, die auch den übrigen Grundstückseigentümern als vermeintlicher Wertzuwachs vorgehalten werden. Ich sehe, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe noch einiges eigentlich vorzutragen. Es tut mir leid, ich würde es gern tun, aber das Problem ist so vielfältig und so komplex, dass die Zeit dafür einfach nicht zu knapp ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde für die CDU-Fraktion Herr Flemming. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, es ist schon eine sehr große Dreistigkeit, mit der die Linkspartei hier dieses Thema zum wiederholten Male nach oben zieht, eine Dreistigkeit, die einem die Tränen in die Augen treiben kann, aber nicht die der Rührung, sondern die der Wut. Sie veranstalten hier eine Aktuelle Stunde zu einem Politikgebiet, auf dem Sie hier auf der rot-rot-grünen Seite des Hauses am meisten versagt haben. Sie und Ihre Bürgermeister. Desaströser kann doch das Ergebnis in so einem Themenfeld gar nicht sein, als das, was wir im Moment wahrnehmen müssen, dass nach 5 Jahren Ihrer Verantwortung
nicht eine einzige Sozialwohnung bis Ende 2019 fertig sein wird. Es geht hier nur um heiße Luft und darum, den Bürgern Sand in die Augen zu streuen und von ihrem eigenen Unvermögen abzulenken. Und auf ein paar Halbwahrheiten, die Herr Scholbach hier vorhin so zum Besten gegeben hat, will ich auch zumindest noch eingehen. Halbwahrheiten in der Form, dass Sie gesagt haben, ja, ich habe diesen Bericht des VDK vor einigen Tagen auch mir angeschaut. 1 Million Haushalte, für die ist es brisant, wie sich die Mieten entwickelt haben. Das ist richtig. Man muss aber auch dazu sagen, dass wir in Deutschland 41 Millionen Haushalte haben. Und das sollte man schon für die Relation zumindest dazu sagen. Das betrifft 2,5% der Bevölkerung. Schlimm genug für die, schlimm genug für die, und für die brauchen wir auch den Sozialwohnungsbau. Aber man sollte dann die ganze Wahrheit sagen. Sie haben angeführt, die Einkommensentwicklung, die Mietentwicklung, zur Einkommensentwicklung komme ich gleich, die Mietentwicklung hat hier in 10 Jahren 35% betragen. Ich habe gerade beim Statistischen Landesamt Sachsen nachgeschaut, die Einkommensentwicklung lag bei 33%. Ja, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ja? Die Leute zahlen gemessen an ihrem Einkommen heute 2% mehr als vor 10 Jahren. So. Und wieder die Mehr mit der Mietpreisbremse, denn Sie können ja nicht schuld sein an diesen desaströsen Ergebnissen, das muss ja die CDU sein, wer sonst. Ne? Sie können ja nicht mehr zu Ihrer eigenen Politik stehen. Monieren Sie, dass die Mietpreisbremse vom sächsischen Innenministerium abgelehnt worden ist? Ja, weil die Kriterien dafür nicht erfüllt werden. Es gibt gesetzliche Kriterien der Bundesgesetzgebung, die genau vorschreiben, wann die Mietpreisbremse greifen darf. Und es gibt ein Schreiben des Innenministeriums an die Stadt, in der dezidiert begründet ist, warum das auf Dresden nicht zutrifft. So, und wenn jetzt der Innenminister als Bauminister sich darüber hinwegsetzen würde, über diese gesetzlichen Vorgaben, Herr Scholber, wären Sie der Erste, der ihn vor Gericht ziehen würde. Und zu Herrn Schmählich. Erst haben Sie ja, Ihre Fraktion zumindest, behauptet, wir hätten dem Projekt auf der Florian-Geyer-Straße in Johannstadt in der Jury-Sitzung, in der städtebaulichen Jury-Sitzung zugestimmt, nachdem wir Ihnen dann sagen mussten, dass wir Stadträte da gar nicht stimmberechtigt sind und zumindest die CDU in der abschließenden Sitzung gar nicht anwesend war. Kommen Sie jetzt um die andere Ecke, behaupten, wir hätten dem im Aufsichtsrat zugestimmt. Genau solcher Nonsens. Die Mitglieder des Aufsichtsrates nehmen den Bericht der Geschäftsführung zur Kenntnis. Punkt. So. Und wir haben überhaupt nicht das Recht, in die operative Geschäftsführung einzugreifen. Und das ist bei manchen, die dort im Aufsichtsrat sitzen, vielleicht auch ganz gut so. Es stimmt, und trotzdem, es stimmt, der Leerstand geht in Dresden zurück. Die Mieten steigen bei Vermietung von Neubau sogar leicht über der Einkommensentwicklung. Dresden braucht Wohnungsbau. Dresden braucht auch sozialen Wohnungsbau. Aber eben nicht nur den. Und nur den initiieren Sie hier. Wir brauchen Wohnungsbau für mehr als nur 20% der Dresdner Bevölkerung, diejenigen, die nämlich bedürftig sind und einen Wohnberechtigungsschein bekommen können. Wir brauchen Wohnungsbau in allen Segmenten und die Stadt hat uns vorgerechnet, das sind ungefähr 2500 Wohnungen im Jahr bis zum Jahr 2030, das würde diesen Bedarf decken. Und da muss man sagen, ja, das findet im Moment ja statt. Im letzten Jahr sind über 4000 Wohnungen fertig geworden in Dresden und in diesem Jahr geht die Tendenz in eine ähnliche Richtung. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Entwicklung so weitergeht. Nur diesen Wohnungsbau haben bis jetzt nur private Bauherren und investierende Immobiliengesellschaften zustande gebracht. Das ist nicht ihr Verdienst. Aber richtig ist, wir brauchen auch sozialen Wohnungsbau. Aber Sie haben in diesem Bereich alles auf ein Pferd gesetzt. Die städtische Wohnungsgesellschaft WID nur leider lahmt das Pferd. Keine einzige Wohnung, wie gesagt, wird bis 2019 fertig sein. Und da kommen Sie hier mit Unverfrorenheit, drücken die Brust heraus. Sie müssten sich in die Ecke stellen, so hier. Das wäre die angemessene Reaktion. Kommen Sie bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Die SPD vollzieht zurzeit eine Wende zu einer vernünftigeren Wohnungspolitik. Da können wir nur die Hand ausstrecken. Natürlich soll die WID Wohnungsbau, sozialen Wohnungsbau auch betreiben. Und dann damit natürlich auch die Fördermittel von Bund und Land dosiert und vorausschauend verbauen, aber eben nicht in solchen Monsterprojekten wie auf der Florian-Geyer-Straße.
So, und zum Abschluss der Aktuellen Stunde hat Frau Sozialbürgermeisterin Dr. Kaufmann nochmal ums Wort gebeten. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Dresden wächst wirtschaftlich und bevölkerungstechnisch und auch haushaltstechnisch. In den letzten Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, seit 2013 sind 8.500 Wohnungen neu errichtet. Herr Flemming, ich korrigiere Sie ungern, aber letztes Jahr waren es nicht 4.000, sondern roundabout 1.700 Wohnungen, die quasi neu errichtet wurden und dem Markt zur Verfügung gestellt wurden. Ja, die Zahl steigt. Die Zahl steigt, aber nicht im gleichen Verhältnis wie der Bedarf an Wohnraum bei der Haushaltsentwicklung, die gegeben ist, wächst. Das bedeutet also, dass neben dem erfreulich hohen privaten Engagement es auch an Wichtigkeit gewinnt, dass wir preisgünstigen und bedarfsgerechten Wohnraum anbieten. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir die Reihen durchzählen, jeder fünfte von Ihnen würde mithilfe eines Wohnberechtigungsscheines in der Stadt Dresden eine Sozialwohnung, die quasi mit öffentlicher Förderung erfolgen würde, beziehen können. Jeder fünfte, über 56.000 Haushalte sind dies. Es ist eine ganze Menge. Es ist klar, dass nicht jeder von Ihnen diese Wohnung beziehen kann, weil sie gibt es nicht. Insofern ist die Stadt Dresden dankbar, dass der Freistaat, auch hier Herr Fischer nicht ganz richtig, wieder anfängt, seit den Nullerjahren sozialen Wohnungsbau zu betreiben bzw. Kommunen zu ermächtigen. Seit der Wende ist nicht eine Sozialwohnung geschaffen worden in Sachsen. Insofern steigen wir ganz neu in dieses Thema ein und es brennt. Und wir sind seit 2017 dabei, Wohnraum zu errichten, gemeinsam mit Privaten. Ja, die neu gegründete WID ist hier der stärkste Partner. Über 2/3 der sozial geförderten Wohnungen werden wir errichten, aber zunehmend hat auch die private Wohnungswirtschaft Interesse daran, sodass wir hoffen, sofern der Freistaat uns an dieser Stelle nicht hängen lässt, dass wir über 1.900 geförderte Wohnungen in den nächsten Jahren errichten können. Mit Fördergeldern, die zwischen 2017 und 2019 uns zur Verfügung stehen, 800 werden es sein seitens der WID und wir werden weitere Grundstücke finden müssen. Aktuell sind es 20 Grundstücke in der gesamten Stadt verteilt. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir das Thema Streuung, räumliche Streuung ganz ernst nehmen und entsprechend der bestehenden Bausubstanz, der entsprechenden baulichen Quartiersstruktur ergänzend tätig werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, es ist kein Wunschkonzert. In einer wachsenden Stadt, das ist richtig, ist die Flächenverfügbarkeit knapp. Und hier gilt es, mit viel, viel Fingerspitzengefühl Liegenschaften zu eruieren und zu finden und dann Schritt für Schritt und selbst wieder zu befähigen, einkommensschwächeren Haushalt die Möglichkeit zu geben, bedarfsgerecht zu wohnen. Und die Stadt Dresden ist nicht allein mit dieser Thematik. Und ja, auch hier, Herr Flemming, muss ich Ihnen sagen, Ihre Antwort oder Ihre Ausführungen waren nicht richtig. Wir sind die erste Kommune in der Stadt, nicht die erste Kommune in der Stadt, sondern im Freistaat, die noch im Jahr 2019 die ersten Wohnungen bezugsfertig, die ersten Sozialwohnungen bezugsfertig für den gesamten Freistaat zur Verfügung stellen wird im Neubau. Für mich ist eine Botschaft ganz wichtig. Wohnungsbau funktioniert nur partnerschaftlich mit privaten Akteuren, mit genossenschaftlichen Akteuren, aber auch mit Unterstützung des Freistaates. Vielen Dank. So, damit ist die Aktuelle Stunde beendet und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5.